Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, hier im Raum besteht nicht wirklich Klarheit darüber, was die Aufgabe einer Stabsstelle ist und was eben der Unterschied dazu ist, ob etwas in Abteilungen bearbeitet wird. Und ich will an der Stelle auch ganz deutlich sagen, mich persönlich interessieren die Akten der Stabsstelle viel weniger als eine Akte aus dem Ministerium, wo ich mal nachvollziehen könnte, warum und wieso Sie diese Stabsstelle aufgelöst haben. Wo ist denn der Vermerk? Wo ist denn der Vermerk, wo man mal entnehmen kann? Das sind die Gründe. Da entlang habe ich entschieden, diesen Vermerk, den müssten Sie uns vorlegen. Die Frage, was die Stabsstelle bearbeitet hat, das ist hinreichend geklärt. Da ist längst erwiesen, dass es eine Drittelung ungefähr der Fälle gab und dass es eben nicht, wie Sie zunächst behauptet haben, nur noch eine Greifvogelverfolgung gewesen wäre an der Stelle, dass es nur noch um die Fälle gegangen wäre, sondern es war eben viel mehr. Und das in einer Stabsstelle, das will ich doch auch mal deutlich sagen, das in einer Stabsstelle in den zeitlichen Verläufen sich die Schwerpunkte verlagern, ist doch völlig klar. Große Umweltskandale, die wir hatten, Envio, die tauchen eben auf in einem Jahr, dann ist es ein Schwerpunkt und dann ist es eben im nächsten Jahr weniger, dann ist eben vielleicht die illegale Greifvogeljagd Schwerpunkt. So verläuft das und von daher müssen Sie das Gesamtbild der letzten Jahre nehmen und da ist klar geworden, welche wichtige Arbeit diese Stabsstelle geleistet hat. Dann noch ein Satz zur Frage polizeilicher Ermittlungsarbeit, wo gab es da Reibung? Ich kann nur sagen, wenn es diesen Brief denn gegeben hat, der Brief ist ja ein Hinweis darauf, wie aktiv diese Stabsstelle war. Das ist ja ein Beleg dafür. Und natürlich gibt es, und das müssen Sie doch wissen, natürlich gibt es immer wieder Reibung und auch kleine Überschneidungen. Und dann wird das geklärt, meine Damen und Herren. Und der beste Beleg dafür, das ist ja spannend, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, also Polizei, hat ausdrücklich kritisiert, dass Sie die Stabsstelle auflösen wollen, hat gesagt, diese Stabsstelle leistet gute Arbeit. Also, wenn die Polizei so dagegen wäre, dann wäre dieser Kriminalbeamter wohl anderer Meinung an der Stelle. Nein, Frau Schulz, Herr Föcking, insgesamt hat mich das, was Sie hier wieder vorgetragen haben, was Sie gestern vorgetragen haben, null überzeugt. Null. Das war gar nichts. Sie haben Ihre Chance wieder vertan, wirklich Aufklärung zu betreiben. Sie haben Ihr Grundprinzip beibehalten. Sie sagen nichts, Sie haben nichts gehört und Sie haben für nichts Verantwortung. Und das geht nicht als Ministerin. Meiner Meinung nach treten Sie hier als Ministerin auf wie eine Gutsherrin im 19. Jahrhundert. Sie sollten aber wie eine Politikerin im 21. Jahrhundert auftreten. Und Sie haben ja gestern, da will ich noch mal dran erinnern, Sie haben selbst simpelste Fragen, einfachste Fragen. Die Kollegin Brems hat gefragt, antworten Sie ja oder nein. Eine Ja- oder Nein-Frage konnten Sie nicht beantworten, sondern Sie haben wieder drumherum geschwurbelt an der Stelle. Das macht einen sprachlos. Sie haben anscheinend keinen Plan, wohin Sie mit Ihrem Ministerium wollen. Anders kann man es eben auch wirklich nicht erklären, warum Sie keinen Vermerk vorlegen können. Es scheint in der Tat irgendwie im Gespräch mal geklärt worden zu sein, die Stabsstelle, die hauen wir mal weg. Sie gehen nicht planvoll vor im Ministerium, Sie wissen anscheinend selbst gar nicht genau, was da passiert. Im Nachgang sind dann andere verantwortlich, da ist dann das Lahnhof schuld, dass sie nicht richtig informiert hat. Dann ist es der Staatssekretär, der die Verantwortung hat und nicht Sie. Aber Sie sind der Kopf des Ministeriums. Sie tragen für alles, was passiert im Ministerium, die politische Verantwortung. Und dazu sollten Sie sich auch mal endlich bekennen. Sie können, und das finde ich das Erstaunlichste an der Stelle, wenn Sie sagen, wir werden die Umweltkriminalität viel besser verfolgen, viel stärker verfolgen, dann legen Sie uns doch mal irgendwie so ein 2-3-seitiges Papier vor, das ja längst da sein muss, wo Sie erklären, wie Sie das zukünftig machen. Aber da ist ja nichts zu finden. Es gibt im Geschäftsverteilungsplan des Ministeriums nichts mehr. Es ist im Ausschuss nichts dazu gesagt worden. Und Sie haben auch hier im Plenum uns nichts gesagt. Sprachlos und lässt einem auch wirklich die Haare zu Berge stehen. Ich fühle mich hier als Abgeordneter völlig unzureichend informiert. Und ich kann Ihnen auch sagen, wenn ich heute Morgen dann noch mal wieder die Presse lese, da geht es darum, ja, waren Sie vielleicht doch noch beteiligt weiter an dem landwirtschaftlichen Betrieb?
ja, dann merke ich halt in mir, ich habe gar kein Vertrauen mehr zu dem, was Sie sagen. Ich frage mich dann, haben Sie mich an der Stelle auch schon wieder falsch informiert? Haben Sie die Minister-Ehrenkommission falsch informiert? Ihre Glaubwürdigkeit ist wirklich ziemlich weit nach unten gesagt. Sie ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Mein Eindruck ist, Frau Schulze-Vöcking, Sie haben ein völlig falsches Verständnis von Ihrem Amt als Ministerin. Sie scheinen das mehr so als Art Präsidentschaft zu sehen. Sie sitzen da irgendwie am Gremium vor und verteilen, delegieren mal so ein bisschen. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Wenn Sie zur Stabsstelle, hätten Sie uns, finde ich, umfassend informieren müssen. Sie hätten sofort informiert sein müssen. Sie hätten noch mal ein Gespräch führen können. Haben Sie anscheinend nie gemacht mit dem Mitarbeiter. Erklären Sie mir doch mal, was Ihre Arbeit ist. Wie, und danach bewertet man das. Sie sagen, oh, die 600 Seiten konnte ich nicht lesen. Ich glaube, andere Vorgänger von Ihnen, die wären nachts hingegangen, die hätten sich mal 50 Akten genommen und hätten mal reingeguckt und nicht dann gesagt, das Lahnhof hat mir das nicht richtig zusammengestellt. Ich habe keinerlei Vertrauen mehr. Ich habe auch keine Hoffnung mehr. Ich habe auch wirklich keine Hoffnung mehr, dass Sie uns wirklich noch Rede und Antwort stehen und uns wirklich aufklären an der Stelle. Und aus meiner Sicht, nach dem, was Sie hier jetzt an Auftritten geleistet haben, aus meiner Sicht, glaube ich, kommen wir an einem Pur nicht vorbei, wenn Sie nicht bereit sind, da wirklich endlich Butter bei die Fische zu geben und endlich Aufklärung zu betreiben. Vielen Dank.